Ups, eine Fackel in der Hand, ist nicht ganz so dunkel. Heimat. Nein, ah, fuck. Das war geskillt, voll aufs Feld gesprungen. So, ich habe mich mal hingelegt. Achso, ich mache, ich Moment, ich bin gerade hier am Alles Fertigkeiten. gut, lass dir Zeit. Kommt doch Holzdinger. Sieht man den ganzen Chatverlauf. Einfach Rechtsklick oder? Genau. Wir müssen mal Dann wieder kurz ein. aufstehen. Da ist es wieder hell. Guten Morgen, Gamer. Guten Morgen, Björn. Du hast gut geschlafen. Ah, es geht, war ein bisschen hart irgendwie. Da sind dann auch so Feldbetten. Ja, was willst du machen, ne? Das ist halt. So, die Steine werden nicht reichen. Erstmal die Tür zu machen. Ja, ich mache die Tür jetzt auch nicht immer zu. Also wir können auch gleich eine Druckplatte vorlegen, dann macht das, geht das automatisch. Ja. Das kenne ich noch von früher. Wo mache ich denn einen Eingang hin? Mache ich den hier hin auf Lass mal diese Holz Platte? machen gerade. Oder mache ich den hier hin? Wie ist das? Die Funktioniert so Blätter nicht. fallen doch irgendwann automatisch weg oder muss ich die wegmachen? Nee, die fallen automatisch weg, wenn die keine Verbindung zu einem natürlichen Holzblock haben. Also einzelne Blätter umschwören oder was? Immer doof aus. Jetzt wollte ich gerade E drücken, um die Sachen aufzuheben, wie in Seven Days to Die hier. Ja, Steuerung muss man wieder im Kopf kriegen. Aber das Definitiv. sind zwei, drei Folgen, da hat sich wieder dran gewöhnt. Ja. Das wird schon. Holz, 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 ich klopf auf Holz. Eine Grundstruktur bauen oder was? Jo. So sieht das aus. So, Holz. Auf hier. Ich Oh, verlaufe mich schon nicht. dann kommt bald wieder meine geliebteste Arbeit, Ach, wobei, nicht? da sehe ich ja schon deine Holzkonstruktion dahin. Hier sein. Ach, da bist du ja. Ach, hallo. Was? Ah, Ich habe hallo. gar nicht, ich hab mich verlaufen, weiß nicht, aber schon mal schön zu sehen, dass du noch in der Nähe bist. Sag mal, will ich doch jetzt mal eben testen. Und hier habe ich Birkenholz. Naja. Also ich glaube, ich werde mein Texture Pack noch irgendwann mal ändern wieder. Gerade so die Holzblöcke gefallen mir nicht ganz so. Ja, vielleicht haben die Zuschauer ja guten Vorschlag. Ja, also das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich habe so lange kein Haus mehr gebaut, ich weiß gar nicht hier. Nicht mehr, wie das geht, wa? Das war damals immer so mein Standardhaus hier. Dann kommt hier Doppeleingang hin. Oh, mal, was du da machst. Ah, fuck, falsches Holz. Aha. Da bist also du. Bitte? Überleg, wo ich dann baue. Ja, ich bin am Überlegen. Also eventuell wird das gar nicht mein Haus, sondern halt wirklich unser späterer Lagerraum. Muss man mal schauen. Was natürlich auch geil wäre irgendwie.
Aber das wäre für jetzt am Anfang zu viel Arbeit, wenn man den Lagerraum in den See einarbeitet, weißt du, dass das mit so einer Glasdecke dann. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das. Die Creme de la Creme, aber naja. Also später müssen wir so Tunnel durch den See auf jeden Fall mit Glas machen, oder? Ja, definitiv, definitiv. Ich bin sowieso gespannt. Also damals halt hatte ich ja nur meinen kreativen Einfluss. Bin gespannt, wie so eine Welt entsteht, wenn halt auch einfach mal jemand anderes mitwirkt. Ob ich kreativ wäre, du weißt das doch. Ah, ich glaube, ein bisschen kann man dir schon zutrauen. So, ich Nee, glaube, ich baue hier halt. hinten. Also dir gegenüber und vor anderen sehen Ja, kann. das kannst du gerne tun. Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich werden wir später sowieso hier so ein halbes Dorf stehen haben. Von daher, ja, können wir ruhig dicht bauen, sag ich mal. Spaß schon wieder. Hier ist ein Hase. Ja, Töten. ich glaube, die können Fleisch droppen, machen sie aber, glaube ich, selten. Bin mir nicht sicher. Hat er Das ist nicht. auch so ein Feature, Hasen, mit dem ist es für mich auch neu sozusagen. Oh, noch ein Hasen. Ich noch um Hase. Hase, Hase, Hase. Der hat Fleisch gedroppt. Ach, Die Welt wurde gespeichert. Sehr schön. Dann kann ich mir erstmal Treppen machen, wa? So, wie sieht das aus, wenn ich das so mache? So. Ja. Ja, kann man machen. Ja, was ich mir auf jeden Fall wieder aneignen muss, ist, damals habe ich schon viel gebaut, so mit Verzieren und alles, weißt ein bisschen Deko einbauen und alles. ja, ich muss mich da auch mal umgucken, ob das alles möglich ist und so. Muss man jetzt erstmal wieder alles machen. Ich will das eine Mal, ein oder andere Mal auch von dir inspirieren lassen. Mal eigentlich machen, dass das Gras hier irgendwann nicht mehr wächst. Du kannst es einfach wegschlagen, dann ist es weg. Echt okay. Dann kannst du es nur noch wieder hinmachen mit Knochenmehl. Okay. Oh, ist erstmal eine schöne Flur. Ebene hier, so. Ich brauche Holz. Na 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 na. Ja, später wird es wieder angenehm, wenn man eine Dia-Axt hat, die verzaubert auf, keine Ahnung, Effizienz oder was das war, damit die schneller ist und damit das Holz hacken geht. Da hat man so schnell Holz, ja, das ist dann schon wieder Porno. Am Anfang ist das mal ein bisschen nervig. Das muss ich mit dem Inventar erstmal wieder klarkommen hier. Oh. Aber wie fange ich denn erstmal? Ohne Grundplatte oder hat man Grund keine Bodenplatte? Aber du musst gucken, also ich baue mir zum Beispiel halt, wie gesagt, mal so den Grundriss, weißt du? Und dann fange ich an, das alles auszufüllen. Inventory Tweaks, diss mich nicht. Ich will kein Birkenholz, ich will Eichenholz. Dankeschön. So, hier kommt ja nochmal Boden hin. Sprich, wir stehen einen höher. Kann man da auch rausgucken. Den Boden mache ich mit Birkenholz. Meine ersten Steine werden gesetzt. Nee, Holz. Ein, zwei, zack. Eins, zwei. Ah, ich glaube, ich mache in Richtung dein Haus so ein riesen Panoramafenster.
auch nur rüberspannen. Sicher. Falls du dich mal wieder ausziehst, weißt du? Ich würde es ganz nett finden, wenn du dein Bett irgendwie zu meinem Fenster hinstellst. Ja, Freundin einlade. Ja, ja, ist schon klar. Die eckigen Brüsten. Also. Oh, das kann ich ja aus. Dunkel. Ja, ich suche mal das Bett auf. Oh, da komm ich auch mal rüber. Nur eins bei dir zu Hause, oder? Bitte? Ja, ich hab doch jetzt schon eins bei dir zu Hause. Ich nehm das gleich mit rüber sozusagen. Weil nee, so weit ist mein Haus noch nicht. Wände habe ich schon, sprich. Ah, ist noch nicht ach, ganz nachts. Ich wollte noch die Sachen in Ruhe einräumen. Das oh, du hast drauf zugegriffen, hat sich alles sortiert. Oh, du hast schon wieder drauf zugegriffen, es sortiert sich alles. Ja, ich weiß nicht, wie machen wir das? So, so oder so? Ich lege da jetzt eh Sachen rein von da. Ja, ich schau mal. Später ist ja eh nicht alles in einer Truhe, sondern dann haben wir so unsere separaten Truhen. Kannst schlafen? Ja, Mann. Aber jetzt? Morgen. Oh, hat das noch nicht gereicht, Alter? Ich glaube, der wirft uns automatisch raus. Ah, okay. Ah, okay. Morgen. Hast du gut geschlafen? Ah, egal, lass mal das. War ein anstrengender Arbeitstag gestern. Ich habe voll die Idee. Okay. Guck mal, wir haben jetzt gerade circa 43 Minuten aufgenommen. Wie wäre es, wenn wir die Stunde noch voll machen? Dann haben wir 4 Folgen. Dann machen wir eine kleine Zwischenpause so für einen kleinen Snack. Für zwischendurch. Und dann machen wir eventuell noch eine Stunde oder so. Ja klar, können wir machen. Alles klar. Kein Problem. Ich brate schon mal auf welchen Fleisch, weil ich hier habe. Der Ofen auch benutzt wird. Wäre schade, wenn er nicht genutzt wird. So. Ich mache gerade wieder alte Taktik von damals, weißt du? Wenn du husten musst, schnell was trinken. So, und jetzt ab zu meinem Haus, damit ich mehr als die. Aber um das Loch muss ich später eine Grube, einen Zaun bauen. Halt ja, man kann sich jetzt streiten über die Optik hier. Was soll's? Ich bin halt nicht so der Kreativste. So, jetzt brauche ich Birkenbäume. Das erste Haus muss erstmal funktional sein, weil also, dann baust ja, du ja schöne richtig. Sachen irgendwann später. Das ist richtig, ja. So, wie viel Holz kriege ich da raus? 24 reicht noch lange nicht. Aber oh, hier sind da zum Glück noch ein paar Birkenbäume. Ja, später wird es dann auch geil, so wenn du so automatische Farm hast, also wo du halt anpflanzt, aber dieses Abernten, sag ich mal, übernimmt dann einen Schalter für dich, so nach dem Motto. Ja, sowas, so weit bin ich früher nie gekommen, leider. Ja, ich muss sagen, ich liebe ja so diese ganzen Redstone-Sachen in Minecraft. Ja, was das, ich das, damals... das ist auch für mich was Schönes, weil das halt eher irgendwas Technisches ist, weil das noch nicht bin, ja. Ja. Techniker. Was ich auch sagen muss, ich hatte damals in meiner alten Minecraft-Welt hatte ich einen automatischen Ofen sozusagen. Der hat dann automatisch mal Kohle nachgeführt und halt automatisch die Sachen, die du braten wolltest, hat er automatisch in den Ofen reingemacht und die fertig waren, hat er auch automatisch wieder rausgezogen und in eine Kiste geholt. Also das ist ganz nice. Das hört sich gut an. Sowas ist was für mich. Teilpläne oder was, die wird man wahrscheinlich online überall finden, ne? Ja, ja.
muss halt nur, muss ich dann halt nur selber ransetzen und die ganzen Sachen schön so klein wie es geht machen halt. Bleiben, wie es geht. Oh, falsch. Jo.